Herzlich willkommen allerseits zu unserem Kolloquium Praxen und Praktiken des Erziehens hier an der Allgemeinen Erziehungswissenschaft an der Humboldt-Universität. Und ich begrüße heute ganz herzlich Roland Reichenbach, der zu uns gekommen ist aus Zürich. Herzlich willkommen. Ja, danke sehr. Klasse. Danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass auch Sie alle da sind. Ich stelle kurz Roland mit ein paar Worten vor. Er wird uns heute im Rahmen auch unseres Bandes zu den Praxen des Erziehens einen Vortrag halten zum Thema Urteilen als pädagogische Praxis. Ja, Roland, das hatte ich jetzt auch jetzt in der Recherche erst nochmal mich daran erinnert. Du bist ja auch Primarlehrer, du hast das Primarlehrerpatent erworben. Genau. Ja, und dann hast du aber weitergemacht, hast auch das Lizenziat gemacht, wie es in der Schweiz heißt. Und er war Mitarbeiter von Fritz Oser im Projekt Berufsethos von Lehrerinnen und Lehrern, also im Bereich der Ethosforschung. Dann später auch hat er in dem Kontext Moral, Diskurs, Einigung promoviert, auch bei Fritz Oser an der Universität Fribourg. Das habe ich auch gesehen jetzt. Du warst ja mehrfach unterwegs in den USA und dann aber längere Zeit auch in Montreal und hast dort vielleicht auch so die Spuren des Kommunitarismus mit aufgenommen. Ja. Und den werden wir jetzt heute vielleicht auch noch mitbekommen, Taylor-Perspektiven. Bist dann aber wieder zurückgekommen und hast deine Habilitation geschrieben zum Thema demokratisches Selbst, dilettantisches Subjekt. Das empfehle ich sehr. Das finden Sie auch auf seiner Seite. Wenn Sie es einfach bei Google eingeben, kann man es runterladen als PDF mittlerweile. Dort finden sich auch ein ganzes Kapitel zu Eugen Fink und zu Eugen Finks Demokratietheorie. Wurde er Professor in Münster in Westfalen, ist dann nach Basel gewechselt und wäre beinahe hier nach Berlin gekommen. Ja, zu meinem Glück ist er nicht gekommen, sondern ist dann nach Zürich gewechselt. Seit 2013 hat er dort den Lehrstuhl für allgemeine Erziehungswissenschaft. Das heißt also, seit 10 Jahren, nun ist er ja doch 10 Jahre jetzt schon in Zürich. Ja, was seine Werke betrifft, er ist sehr produktiv und ich gebe dir jetzt überhaupt gar nicht die Mühe, da irgendwie jetzt einen Überblick zu geben, sondern ich habe einfach ein paar Bücher mitgebracht, die wir hier haben. Also einmal seine Philosophie der Erziehung ist schon älteren Datums von 2007. Ich gebe es mal rum. Also eine Erziehungsphilosophie. Dann ein Buch, mit dem wir hier auch viel arbeiten. Pädagogische Autorität. Ein Buch zur Autoritätsforschung. Gibt es ja einige auch in der Erziehungswissenschaft. Aber hier das Einzige, was auch die pädagogischen Anteile meines Erachtens in den Mittelpunkt rückt. Dann, was jetzt leider nicht hier ist, sondern leider ausgeliehen, ein Buch zur Schule. Das heißt, für die Schule lernen wir. Vielleicht besonders sozusagen jetzt auch bemerkenswert hier in unserem Raum, das ist ja das Archiv für Reformpädagogik. So ein Titel, da könnten sich auch schon Spannungen ergeben. Also auch sehr lesenswert, ein kleines Heftchen. Dann noch ein Fachbuch, und zwar eine Ethik der Bildung und Erziehung. Gebe ich auch mal rum. Dort finde ich jetzt besonders auch interessant die Ausführungen zum Thema Sorge. Und ein Buch, was eigentlich herausgegeben wurde anlässlich von Diskussionen und Interviews, kann man sagen, ne? Zum Thema Bildungsferne. Und du outest dich da als Bildungsferner sozusagen. Ja, genau. Ja. Also auch sehr empfehlenswert. Und da finden sich eigentlich in dem Buch auch nochmal alle Themen und Bereiche, die ich jetzt gar nicht alle habe ansprechen können, die Roland Reichenbach in seinem Werk da bearbeitet hat. Also ich freue mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen. Ja, danke sehr. Danke für die Einladung. Danke für die Einführung. Tatsächlich habe ich einen Text, also es ist, und tatsächlich werde ich zum Urteilen sprechen.
schon mal gut. Ja, das ist gut. Inwiefern es dann eine pädagogische Praxis ist, ich meine, das müssen wir dann vielleicht in der Diskussion schauen. Und ich werde vorlesen, ich hoffe, dass es geht. Und ich habe vergessen, dass es aufgenommen wird. Ich hätte mich vielleicht irgendwie anders präpariert. Ich möchte, bevor ich zu meinen eigentlichen Vorbemerkungen komme, zu dem Text, ich möchte ihn eigentlich nennen Urteilsbildung und nicht Artikulation. Und ich werde schon auch von Erziehung sprechen, aber natürlich auch von Bildung. Übrigens habe ich diese Dichotomie nicht mehr so, sie überzeugt mich immer weniger, Erziehung und Bildung voneinander zu trennen und vor allem dann noch einen Unterschied zum Lernen zu machen. Ich glaube, das ist, je älter ich werde, kommt es mir problematisch vor. Ich möchte mit ein paar Vorbemerkungen beginnen. Locke hat darauf hingewiesen, dass ungeprüfte Meinungen gar nichts mit Urteilsprozessen zu tun haben. Längeres Zitat von Locke, das ich sehr mag. Können wir nicht beobachten, dass sehr viele, um nicht zu sagen, die meisten Menschen meinen, sie hätten sich von allerlei Gegenständen ein richtiges Urteil gebildet, und zwar nur, weil ihnen nie etwas anderes in den Sinn gekommen ist? Können wir nicht oft feststellen, dass sie sich einbilden, sie hätten richtig geurteilt, und zwar nur, weil sie ihre eigenen Meinungen nie bezweifelt oder nachgeprüft haben? Das hieße aber doch in der Tat annehmen, man urteile richtig, weil man überhaupt nie geurteilt hat. Dabei versteifen sich von allen Menschen gerade diese am eigensinnigsten auf ihre Meinung. Diejenigen sind gewöhnlich am verbohrtesten in ihre Lehren, am meisten verrannt, die sie am wenigsten nachgeprüft haben. Zitat Ende. Ideen und Meinungen sind nicht das Gleiche. Meinungen können bezweifelt oder nachgeprüft werden. Ideen können sich in ihrer Umsetzung vielleicht als nutzlos, gefährlich oder erfolgreich erweisen. Doch Ideen tragen nicht eo ipso auch eine Idealität in sich, die nach Verwirklichung drängt. Vielmehr helfen Ideen, die Welt zu betrachten. Wer differenzierter zu betrachten vermag, wird vielleicht auch angemessener handeln können. Das heißt keineswegs, dass es dabei um die Verwirklichung von Ideen geht. Urteilen ist nicht Handeln, urteilen ist auch nicht Bestandteil des Handelns. Handeln ist Freiheitspraxis, die Entwicklung von Urteilskompetenz, also eine Frage der Bildung. Die Qualität des Urteilens bestimmt aber über die konkrete Angemessenheit von Handlung. Daher ist es auch wenig plausibel, die Handlungskompetenz als die oberste und alle Kompetenzen umfassende Kategorie zu verstehen. Wenn eine oberste Kompetenz markiert werden müsste, so wäre es plausibel, sie in der Urteilskompetenz zu sehen. Etwas über die pädagogische Urteilskompetenz noch einmal einführend. Wer sich als Erziehungswissenschaftlerin mit der Vielfalt der pädagogischen Ideen beschäftigt, wird reich belohnt. Denn wer mehr Ideen kennt, erkennt auch mehr, nimmt mehr, differenzierter und anders wahr. Dies hilft doch sehr beim Lesen, Denken sowie beim Schreiben, Vortragen und Diskutieren. Die Verfeinerung und Erweiterung der Wahrnehmung unterstützt und fördert die pädagogische Urteilskraft bzw. Urteilskompetenz. Wer sich mit der Vielfalt der Ideen, sei es der Bildung, sei es der Erziehung, beschäftigt, wird nicht mehr von der Bildungsidee oder dem Erziehungsgedanken im Singular sprechen wollen und die monolithische Betrachtungsweise aufgeben. Es ist gewinnbringend, Äpfel mit Birnen zu vergleichen, weil man dann etwas über Obst in Erfahrung bringt. Es ist gewinnbringend, verschiedene Ideen der Bildung und Erziehung miteinander zu vergleichen, weil man dann etwas über Bildung oder Erziehung erfährt. Es gibt das Obst an sich ebenso wenig wie die Bildung an sich oder Erziehung an sich, aber es gibt viele Ideen, die zum Denken und Streiten anregen. Ideen können einen regulativen Charakter haben, sie müssen aber nicht. Bei der Beschäftigung mit Ideen geht es nicht um die Verwirklichung von Ideen. Ideen und der Vergleich von Ideen bringen einen auf weitere Ideen. Darin liegt ein Nutzen. Daher können Ideen auch als nützliche Ideen bezeichnet werden, wenn sie einen Unterschied im Denken, Wahrnehmen und Empfinden bewirken können. In der Bildung geht es nicht um die Veränderung bzw. Verbesserung der Welt.
sondern um die bessere Interpretation der Welt. Isaiah Berlin schreibt in Persönliche Eindrücke, Zitat, mein Interesse an Ideen, mein Glaube an ihre gewaltige und manchmal unheilvolle Macht, meine Überzeugung, dass der Mensch, wenn er diese Ideen nicht richtig begreift, von ihnen viel stärker bedroht wird als von den unkontrollierten Naturgewalten oder auch seinen eigenen Institutionen, all das wird von den Vorgängen in der Welt tagtäglich neu bestärkt. Zitat Ende. Vergleichen heißt, Gemeinsamkeiten und Unterschiede feststellen, und es heißt, diese Feststellungen immer wieder neu zu befragen. Denn manchmal handelt es sich beim Festgestellten nur um scheinbare Unterschiede oder scheinbare Gemeinsamkeiten. Die Ausgangshaltung ist von Bedeutung. Wenn man a priori von der Differenz ausgeht, verliert man den gemeinsamen Grund aus den Augen. Wenn man hingegen vom gemeinsamen Grund ausgeht, zeigen sich die Unterschiede von selbst, meinte Jean-François Billeter. Wer sich mit bewährten, scheinbar erfolgreichen und einander konkurrierenden Ideen beschäftigt, merkt mit der Zeit, jedenfalls immer wieder, dass auf diese Weise starke oder aufdringliche Ideen jeweils zu Recht einen Wahrheitsanspruch erheben können. So kann man sich beispielsweise mit der Frage beschäftigen, welche Rolle der Staat bei der Bildung und ihren Institutionen einnehmen soll. Hegel sah dies anders als Humboldt. Im Vergleich der Unterschiede und Gemeinsamkeiten lehrt man doch einiges. Ein anderes Beispiel, Arendt wendete sich gegen die Idee, dass Erziehung der Demokratie dienen solle. Dewey sah einen äußerst engen Zusammenhang zwischen Erziehung und Demokratie. Möglicherweise haben sie beide recht. Jedenfalls gute Gründe. Diese Äpfel und Birnen geben zu denken. Man kann Kontrollpädagogiken mit sogenannten Autonomiepädagogiken vergleichen. Kompetenzkonzepte mit dem Konzept der Tugend. Die Zweckrationalität und den Selbstzweck, also Poiesis und Praxis, dualistisches versus dialektisches Denken, die Rolle von Verfügungswissen und Orientierungswissen, Diskurs und Systemtheorie. Kurz, es gibt immer viel zu lernen, zu denken und zu diskutieren. Das ist auch der Sinn des Studiums und der Forschung. Ideen tragen wesentlich zum akademischen Stoffwechselprozess bei. Ich sage das, weil ich das heute nicht mehr als selbstverständlich erkenne. In einem philosophischen Fragment, später mit Urteil und Sein betitelt, schreibt der ca. 25-jährige Friedrich Hölderlin im Jahre 1794 oder 95, Zitat, Urteil ist im höchsten und strengsten Sinne die ursprüngliche Trennung des in der intellektuellen Anschauung innigst vereinigten Objekts und Subjekts, diejenige Trennung, wodurch erst Objekt und Subjekt möglich wird, die Urteilung. Zitat Ende. Sein dagegen drücke die Verbindung von Objekt und Subjekt aus. Wenn ich sage, ich bin ich, so Hölderlin, so ist das Subjekt ich und das Objekt ich nicht so vereinigt, dass gar keine Trennung vorgenommen werden kann, ohne das Wesen desjenigen, was getrennt werden soll, zu verletzen. Im Gegenteil, das Ich ist nur durch diese Trennung des Ichs vom Ich möglich. Zitat Ende. Selbstbewusstsein erfordere, dass ich mich mir selbst entgegensetze, mich von mir selbst trenne, aber ungeachtet dieser Trennung mich im Entgegengesetzten als dasselbe erkenne. Das war auch ein Zitat. Das Urteil setzt Trennung voraus. Im Urteilen wird das Getrennte jedoch wieder verbunden, äußerlich und häufig durch das Verb sein, zum Beispiel im Satz Gras ist grün. In einem gewissen Sinne könnte man formulieren, dass im Urteil sowohl die Trennung von Sein und Bewusstsein als auch die Verbindung von Sein und Bewusstsein zum Ausdruck kommt. Hierbei spielen im Deutschen die sogenannten Copula-Verben oder auch Verknüpfungsworte wie werden, bleiben, erscheinen, dünken, gelten, heißen, insbesondere aber das Hilfsverb sein, in all seinen Konjugationsformen eine bedeutsame Rolle. Rosa ist nachlässig, die Sache bleibt bedenkenswert. Karl schien bedrückt, sein Boot heißt Katrina. Das Gericht dünkt mich fad. Jean-Paul Sartre hat eine Zeit lang als Maoist gegolten. Ob aber Rosa tatsächlich nachlässig ist, das Essen fad, Karl bedrückt war und sagt Maoist, bleibt dann aber doch eine Frage der Beurteilung, keine selbstevidente Wahrheit. Das Grünsein des Grases ist der Kuh, die auf der Wiese steht, wohl nicht bewusst. Möglicherweise geht sie im Sein der Wiese ganz auf,
Höchstwahrscheinlich urteilt sie nicht. Sie trennt das Grün nicht vom Gras und benötigt daher auch keine Copula-Verben, um Grün und Gras wieder zu verbinden. Wer aber urteilen kann oder muss, ist vom Beurteilten getrennt und gleichzeitig mit ihm verbunden. Copula-Verben fungieren also wie Bindestriche, Trait d'Union, die auch etwas von Trennungsstrichen, Trait de Separation, aufweisen. Ich möchte nun etwas sagen zum eigentümlich fehlenden Wissen über das Wie des Urteilsprozesses. An Überlegungen anknüpfend, die der Genfer Sinologe und Philosoph Jean-François Billeter in seinen Explorationen »Das Wirken in den Dingen« und »Ein Paradigma« vorgetragen hat und in welchem er die fundamentale Kategorie der Aktivität und menschliche, auch geistige Aktivität als körperliche Aktivität zu plausibilisieren versucht, möchte ich einige spekulative, aber wenig spektakuläre Bemerkungen zum Urteilen und der in gewisser Weise sicher überschätzten Rolle der Sprache im Urteilsprozess präsentieren. Billeter ist ein Zhuangzi-Spezialist. Zhuangzi, 365 bis 290 vor Christus, nebst Laozi ein wichtiger Vertreter bzw. Klassiker der taoistischen Philosophie. Auf der Grundlage des antidualistischen Denkens versteht Billeter, an dieser Stelle kurz zusammengefasst, den Körper als Aktivität, zu welcher auch das Vermögen der Einbildungskraft gehört. Die Leistung der Einbildungskraft besteht darin, in uns imaginäre Synthesen zu erzeugen, welche als sprachliche Objektivierungen zu Dingen werden können, mit denen Welten hervorgebracht und verfestigt werden. Diese sprachlich fixierten Welten können, weil es viele Welten im Streit um die angemessene Wirklichkeitsbeschreibung gibt, miteinander in Konflikt geraten. Bildung heißt, so möchte ich in diesem tätischen Bezugsrahmen sagen, den Tücken der sprachlichen Objektivierungen immer wieder auf die Schliche zu kommen. Urteilen heißt, die sogenannten Dinge anders oder neu sehen. Das heißt, sich von den sprachlichen Artefakten lösen zu können. Auffällig ist dabei, dass es um ein Sehen zu gehen scheint. Die Aktualgenese des Urteilsprozesses ist uns weitgehend nicht verfügbar, möchte ich mit Rekurs auf Billeter behaupten, der das allerdings so nicht formuliert. Doch wir sehen Dinge plötzlich anders oder haben Einfälle und Ideen, wissen aber nicht und können auch nicht wirklich wissen, wie sie zustande gekommen sind. Es handelt sich offenbar um Erzeugnisse nicht bewusster Formen von körperlicher Aktivität. Zum Urteilsprozess gehört aus dieser Perspektive also eine Aktivität bzw. ein Denken, die bzw. das uns nicht bewusst ist. Wiewohl es eigenartig anmutet, nicht bewusstes Denken anzunehmen bzw. nicht bewusste geistige Vorgänge als Denken zu bezeichnen, erscheint es noch eigenartiger, nicht bewusste geistige Aktivität als inexistent zu behaupten, wo wir doch mit zahlreichen Phänomenen vertraut sind, welche die Produktivität von nicht bewusster Aktivität zu bezeugen scheinen. Zum Beispiel, wenn uns ein zuvor vergessenes Wort plötzlich wieder einfällt, wiewohl wir gar nicht mehr bewusst nach ihm gesucht haben. Etwas in uns hat weitergesucht und auch etwas wiedergefunden, und sich uns dann freundlicherweise als bewusste Aktivität gemeldet. Wir sagen dann zum Beispiel, jetzt ist es mir wieder eingefallen. Und einfallen scheint mir ein passendes Wort für dieses Phänomen zu sein. Wir können unsere Einfälle nicht erzwingen oder zum Voraus in irgendeiner Weise organisieren. Im Grunde sind es auch nicht unsere Einfälle. Vielmehr geschehen sie in uns, sie passieren eher, als dass wir sie haben oder gar kontrollieren könnten. Zweifellos sind sie hingegen als geistige Aktivität unseres Körpers zu akzeptieren und zu schätzen, wiewohl wir sie vielleicht nur als eine Art zufällige, flüchtige und/oder glückliche Korrektur einer vorausgegangenen geistigen Insuffizienz betrachten. Nun ist das Urteilen nicht nur von plötzlichen Einfällen geprägt, doch wenn wir das Urteilen, das ästhetische Urteilen, in kantischer Manier als ein reflektierendes Geschehen beziehungsweise als einen Reflexionsprozess betrachten wollen, so stellt sich die Frage, worin dieses Reflektieren eigentlich besteht, beziehungsweise wie wir es uns vorstellen können und ob wir daran festhalten wollen, dass es sich hierbei um eine primär bewusste geistige Aktivität handele.
Die Urteilskraft ist keine praktische Vernunft. Das heißt, sie resoniert nicht. Sie ist das Vermögen des menschlichen Geistes, sich mit dem Besonderen zu befassen, so Hannah Arendt. Einschlägige philosophische Lektüren zum Urteilen klären kaum darüber auf, wie dieses Befassen mit dem Besonderen vor sich geht, auch wenn man mit Kant erklären, in Anführungszeichen, mag, dass beim reflektierenden Urteil im Unterschied zum bestimmenden Urteil zwar ein Besonderes vorliege, aber eben kein Allgemeines, dem Ersteres subsumiert werden könnte, wozu ein quasi Allgemeines erst noch reflektierend gesucht werden müsste. Diese scheinbar zwischen zwei Urteilsmodi unterscheidende Definition ist bemerkenswert abstrakt und letztlich wenig weiterbringend, außer in dem Sinne, dass Ästhetik bzw. ästhetisches Urteilen hier von propositionalen Bestimmungen und diskursiv-logischen Beweisführungen abgehoben wird, was natürlich so bedeutsam wie auch notwendig ist. Es bleibt die insgesamt merkwürdige Feststellung oder die Feststellung dieser Merkwürdigkeit, dass wir kaum wissen, wie Urteile zustande kommen. Wir wissen zwar, dass sie zustande kommen, aber wir wissen nicht wie. Darin liegt die Faszination des Phänomens und der menschlichen Gabe des reflektierenden Urteils. Ähnlich wie beim Denken, das uns in seiner Art und Weise kaum bekannt sei, so Heidegger, wissen wir über das Wie des Urteilens, das Zustandekommen des Urteils und Urteilsprozesses erstaunlich wenig. Dass wir so wenig wissen, darüber wissen, ist meines Erachtens ein Indiz dafür, dass wir es offenbar gar nicht wissen können. Wir können nicht wissen, wie unsere Einfälle uns aufsuchen, die Ideen in uns auftauchen, vergessene Wörter sich zurückmelden, Gefühle uns überfallen, sich urplötzliche Erkenntnisse einstellen, die uns dann wie Schuppen von den Augen fallen. Und wie wir manchmal so ereignishaft und unerwartet verstehen können, als ob dieses Verstehen aus dem Nichts kommen würde. Doch es kommt wohl nicht aus dem Nichts, sondern möglicherweise aus einer Leere, der inneren Leere, um auf ungenaue Weise genauer sein zu wollen. Nächster Abschnitt ist betitelt von der Idee zur Sprache, von der Sprache zur Schrift. Am Erlernen der Geste zeigt sich, dass der Körper das Vermögen besitzt, natürlich werden zu lassen, was anfangs künstlich war. Die Geste liefert nach Billeter ein Paradigma an die Hand, das Integrierung genannt werden könnte. Zitat: Die Geste entsteht im Laufe eines Prozesses, den ich Integrierungsarbeit nennen möchte, und entwickelt sich danach durch zunehmende Integrierung der Aktivität. Zitat Ende. Zunächst vergleichbar mit Jean Piagets Ansicht, wonach sich das Denken und Handeln aus der körperlichen Selbsttätigkeit entwickelt, wie mit der treffenden Begrifflichkeit des Sensu oder Senso, motorischen Stadiums der geistigen Entwicklung, angedeutet wird, bauen höhere geistige und physische Fertigkeiten auf unendlich vielen scheinbar kleinen Lernprozessen auf, die während ihres Erwerbs mitunter große Herausforderungen an den Menschen gestellt haben. Zum Beispiel Wörter korrekt auszusprechen und passend zu gebrauchen, einen Farbstift halten zu können, um mit ihm zu zeichnen, oder sich selber die Socken anzuziehen. Die Körperlichkeit des Tuns und die kulturelle Bearbeitung des natürlichen Körpers mit all seinen günstigen und weniger günstigen Eigenschaften sind in solchen Fällen noch ganz sichtbar. Später, wenn es um ein Beispiel von Bild zu nehmen, etwa um das Geigenspiel eines Virtuosen geht, sieht man diesen Zusammenhang nicht unmittelbar. Zitat: Die höchste Vollendung seines Spiels ist das Erscheinen des Stils, der Synthese aller seiner verborgenen Potenzen und persönlichen Besonderheiten. Wenn es so weit kommt, sind Natur und Kultur nicht mehr zu unterscheiden. Die Kultur der Musik bestünde nicht ohne die Natur des Körpers, von der sie getragen und belebt wird. Die Natur des Körpers bestünde nicht ohne die Kultur der Musik, von der sie geeint und ausgedrückt wird. Zitat Ende. Der Körper sei eine Aktivität, die sich zeitweise in unterschiedlichem Maße selbst wahrnehme und sich dadurch ihrer selbst bewusst werde. Diese Sicht befreit vom Dualismus, der Körper und Seele, Materie und Geist, Objekt und Bewusstsein einander gegenüberstellt.
so bildete. Unsere Aktivität würde eine Handvoll Gesetzen folgen und bestimmte Eigenschaften besitzen. Eine Eigenschaft unserer Aktivität ist, dass in ihr Integrierungsprozesse stattfinden. Eine andere, unsere Aktivität verändert sich qualitativ, wenn sie zunehmend integrierte Formen annimmt. Lern- und bildungstheoretisch lässt sich diese Behauptung aus unterschiedlichen Perspektiven stützen, etwa aus der strukturgenetischen Perspektive Sensu Piaget. Soweit das Geigenspiel als Beispiel genommen wird, ist dem Geäußerten vielleicht leicht zu folgen. Doch was ist, wenn es um unsere Urteile geht? Oder sagen wir zunächst um unsere geistige Aktivität. In diesem Zusammenhang sind verbildete Ideen von Bedeutung. Die Idee ist zunächst eine labile Erscheinung. Die Sprache verleiht ihr eine feste Form und damit eine gewisse Beständigkeit. Ich werde sie wiederfinden, sobald ich mich an diese Form erinnere. Die Schrift garantiert zudem diese Beständigkeit. Dank ihr werde ich die Idee auch dann wiederfinden, wenn mein Gedächtnis mich im Stich lässt. Durch diese doppelte Wandlung wird der Idee Dauer verliehen. Zitat Ende. Integrieren, wie auch Synthesen bilden, heißt nicht mehr und nicht weniger als lose Elemente miteinander verbinden. Plötzlich sehen wir die Bezüge, plötzlich entsteht aus dem Nebeneinander der Elemente ein Bild. Wir sehen auf dem Waldweg einen Vogel, als wir ihm aber näher kommen, merken wir, dass es sich um ein trockenes Blatt eines Baumes handelt, nicht um einen Vogel. Fälschlicherweise haben wir das Wahrgenommene und die Idee des Vogels zusammengebracht. Das Wort Synthese leitet sich vom griechischen Verb ab, das Zusammenstellen heißt. Es ähnelt darin dem lateinischen Comprehendere, welches wörtlich Zusammenfassen bedeutet. Verstehen heißt integrieren oder um es mit Hannah Arendt zu sagen, verstehen heißt dem Wissen Sinn zu verleihen, Wissen mit Sinn zu verbinden. Die Leistung der Einbildungskraft liegt gerade nicht darin, sich irgendetwas auszudenken, als vielmehr darin, verschiedenartige Elemente zu einer imaginären, sinnträchtigen Synthese zusammenzufügen. Notker aus Thurgau, mittelalterlicher Mönch in St. Gallen, genannt Notker der Deutsche, weil er lange vor Zwingli oder Luther zumindest Teile der Bibel in die deutsche Sprache übersetzte, schreibt um das Jahr 1000, Zitat, den Sinnen folgt die Imagination. Das ist die Vorstellungskraft der Seele, unabhängig von der Gestalt der körperlichen Dinge. So beschaffen, wie die Augen es an den körperlichen Dingen sahen oder die Ohren hörten, je nachdem, was die Seele früher gesehen hat, in dreieckiger oder viereckiger oder runder Gestalt oder in Gestalt eines Menschen oder eines Vogels. Oder er hat an ihnen eine Laufbewegung gesehen, oder einen Ring, oder weiß, oder schwarz. Erfährt der Mensch dasselbe Abbild im Traum, dann heißt es Phantasma oder Illusion. Wenn er es in seiner Seele formt, dann heißt es Imaginatio. Die Tiere haben beide mit uns gemeinsam, das heißt Sensus und Imaginatio. Zitat Ende. Abgesehen davon, dass ich dieses Zitat in jeder Hinsicht mag, mag ich besonders den Hinweis auf die Einbildungskraft der Tiere. So etwas wäre Immanuel Kant kaum in den Sinn gekommen. Im Prozess der Integrierung werden Ideen verdinglicht bzw. objektiviert. Wo Sprache ist, wird unwillkürlich objektiviert. Sprache tut bzw. mit Sprache tun wir, als ob das Besprochene, das Benannte oder Geheißte objektive Dinge wären, genauer formuliert, als ob diese Dinge objektiv so seien, wie wir sie uns einbilden. Zudem werden Objektivierungen vom gesellschaftlichen Konsens verfestigt. Zitat bildete: Wir müssen an sie glauben, um uns mit anderen verständigen zu können und in der gleichen Welt zu leben wie sie. Ohne diese vertrauten Dinge, ohne die gemeinsame Welt, befänden wir uns in einer fremdartigen, sich unaufhörlich wandelnden Wirklichkeit. Zitat Ende. Welt wird durch Sprache kreiert, das heißt auch, dass es ohne Sprache keine Vielfalt von Welten geben würde. Die Kritik der Objektivität der Welten, in denen wir leben, und der Dinge, aus denen sie bestehen, sei der schwierigste Punkt der Philosophie, meinte Billiter.
Mit der Vielzahl der Welten entsteht auch eine Vielzahl der Konflikte. Diese mitunter äußerst schwierige Seite der Objektivierung bzw. Objektivierungen zu erkennen, ist zentraler Bestandteil von Bildung, auch der Urteilsbildung. Die fixierende Macht des Wortes erstaunt mich jedes Mal aufs Neue, hält Billeter fest. Sich von sprachlich fixierten Objektivierungen lösen zu können, muss Bestandteil oder Voraussetzung der reflektierenden Urteilskraft sein. Jedoch kann man von sprachlichen Fixierungen nur bedingt auf sprachliche Weise, kann man sich von sprachlichen Fixierungen nur bedingt auf sprachliche Weise loslösen. Reflexion fällt eben nicht mit der Sprache zusammen. Wir können und müssen sehen, auch wenn wir uns nicht in der Sprache befinden, und wir müssen uns von der Sprache entfernen, um zu sehen. Es sei das besondere Verdienst des Zhuangzi, Folgendes bemerkt zu haben. Erstens, dass wir unaufhörlich in die Sprache eintreten und sie wieder verlassen. Zweitens, dass die Welt nicht dieselbe ist, wenn wir uns in oder außerhalb der Sprache befinden. Genauer, dass es Welt und Dinge nur gibt, weil wir uns der Sprache bedienen und dass sie sich dann auflösen, wenn wir zu anderen Formen der Aktivität übergehen. Innerhalb der Wirklichkeit werden durch Sprache menschliche Welten erzeugt. Sprache kann Wirklichkeit jedoch weder ausschöpfen noch umfassen. Zitat: In ihren harmlosen Ausprägungen führt diese Illusion zu den geläufigen Übeln der sprachlichen Inflation, der verbalen Uferlosigkeit, des endlosen Resonierens. Wenn sie dogmatisch wird und ihre Sichtweisen aufzwingen will, kann sie tödlich werden. Zitat Ende. Sprache führt und verführt, sie befreit und sie unterdrückt. Einer Legende zufolge wollen die Orang-Utans auf Java nicht mit den Menschen sprechen, obwohl sie es könnten, weil sie Angst haben, dann für den Menschen arbeiten zu müssen. Wer Befehle nicht versteht, kann sie auch nicht befolgen. Folgen wir beim Urteilen allein der Sprache, so befiehlt sie uns auf mehr oder weniger subtile Weise, was und wie wir wahrzunehmen haben. Und wenn sie nicht befiehlt, so gängelt sie uns doch. Zum ästhetischen Urteil gehört das außersprachliche Phänomen der Transzendenz. Billeter bezeichnet mit Transzendenz das Phänomen der Diskontinuität, das zuweilen entsteht, wenn die niedrige Aktivitätsform einer Person auf die höhere Aktivitätsform einer anderen Person trifft. Daher stelle eine Geste ein transzendentes Phänomen für denjenigen dar, der sie nicht besitzen. Das Verstehen ist ein transzendentes Phänomen für denjenigen, der nicht versteht. Zitat. Das war ein Zitat. Der Moralpsychologe Lawrence Kohlberg, einmal befragt, ob er die behauptete oberste Stufe der moralischen Urteilskompetenz, namentlich Stufe 6, nicht verständlich oder verständlicher ausdrücken oder erläutern könnte, meinte, it's hard to understand if you're not stage 6. Wir können, so Billeter, auch eine negative Transzendenz denken. Wenn ich eine Geste besitze und gewohnheitsmäßig ausführe, so ist es für mich schwierig, mich in den hineinzuversetzen, der sie noch nicht besitzt, oder in den, der noch nicht versteht oder keinen Zugang zu diesem oder jenem hat, was mich schon lange interessiert und mit dem ich gut vertraut bin. Gerade diese Fähigkeit aber, diese Regression in niedrigere Formen der Aktivität zu vollziehen, sei der Kern jeder guten Pädagogik. Wer dazu nicht imstande ist, kann kein guter Lehrer sein. Zitat. Ihm bleibt das Nichtkönnen, das Nichtverstehen des Schülers ein unverständliches, transzendentes Phänomen. Zitat Ende. Doch auch das eigene Nichtkönnen, Nichtverstehen und Nichtwissen, sofern es einem bewusst ist, hat einen transzendenten Charakter. Diese Transzendenz steht am Beginn des Urteilsprozesses, wenn wir aufgefordert oder gezwungen werden, Stellung zu nehmen, uns zu positionieren, uns zu etwas zu verhalten, sei es zu einem visuellen Artefakt oder irgendetwas, ohne dass wir uns dabei auf frühere Synthesen bzw. Objektivierungen verlassen könnten. Es fehlt die Sprache, aber möglicherweise nicht der Sinn für die Unzulänglichkeit der momentanen Sprachmöglichkeiten. Möglicherweise sieht man sich der Kompetenz beraubt und sitzt auf einem Ross wie ein Cowboy, der keine Kühe hat.
Big Hat, No Cattle, sozusagen. Es war ein kleiner Witz. Nicht sehr. Ich hätte das auch streichen können. Der nächste Abschnitt ist betitelt mit Nicht-Artikulation. Dass unter zen-buddhistischer Perspektive nicht der Schütze schießen würde, sondern vielmehr es schieße, ist mit dem vielbeachteten Bericht von Eugen Herrigel über die japanische Kunst des Bogenschießens aus dem Jahre 1948 in gewisser Weise zu einem karlauerhaften und oft bemühten Slogan geworden. Wenn bewusste Subjektivität, in welchem Bereich auch immer, kritisch kommentiert oder auf die Schippe genommen werden soll. Der Zustand der Absichtslosigkeit und Ichlosigkeit, wie ich lese bei Nishihira, Mushin genannt, japanisch Mushin genannt, ist naturgemäß nicht klar zu umreißen. Zum einen ist er als Verlust beschrieben worden, dann auch als ein Zustand, in welchem sich die geistige Lockerung mit äußerster Wachheit des Geistes verbindet, oder er ist mit dem Unbewussten gleichgesetzt worden, einem Gemütszustand absoluter Passivität, in dem die Seele sich uneingeschränkt einer fremden Kraft überlässt. Zitat Ende. In seiner Beschäftigung mit Mushin als, ich weiß nicht, wie man es genau ausspricht, Mushin, als dynamischen Prozess diskutiert Tadashi Nishihira das philosophische Problem der Artikulation mit Rekurs auf die Philosophie Toshihiko Izutsus und damit verbunden der Vorstellung einer dreistufigen Artikulationsbewegung. Artikulation, Nicht-Artikulation, Reartikulation, die nun kurz erläutert werden soll. Die erste Artikulation oder Artikulationsstufe beschreibe das Bewusstsein von der gewöhnlichen Erfahrungswelt. Wir nehmen Dinge wahr, die sich voneinander unterscheiden, und was wir wahrnehmen, unterscheiden wir normalerweise auch von unserem Selbst. Man könnte sagen, das reicht eigentlich im Leben. Aber im Übergang zur zweiten Stufe, Nicht-Artikulation, beginnen sich diese Unterscheidungen aufzulösen. Nicht nur die Unterscheidung der Dinge, die wir wahrnehmen, sondern auch unser Ich-Bewusstsein löschen sich gewissermaßen aus. Meditation, aber auch bis zu einem gewissen Grad chemische Intoxikation oder der Zustand des Schlummerns oder eine Art gleichschwebende Aufmerksamkeit mögen diese Ablösung zumindest zeitweise zu bewirken oder zu unterstützen. Auf der Stufe der Nichtartikulation sind die Unterschiede weitgehend aufgehoben. Im Übergang zur dritten Stufe kehrt die Person wieder zur Artikulation zurück. Die Subjekt-Objekt-Einteilung der Wirklichkeit werde wieder eingeführt, doch die Person habe einmal durch das Stadium der absoluten Nicht-Artikulation des Bewusstseins hindurchgegangen, zwangsläufig ein anderes Bewusstsein. Zitat Ende. Wie man sich auch immer zu solchen Vorstellungen verhalten mag, es stellt sich die Frage nach der Rolle der Sprache beim Erkennen, Verstehen und Urteilen. Es stellt sich genau die Frage nach der Rolle des Sprechens und des Schweigens. Wer Wirklichkeit in Worte fassen will, artikuliert, daher werden womöglich nur Phänomene der ersten Stufe sagbar sein. Die Funktion der Worte ist die des Artikulierens. Mit Worten können wir niemals das Nicht-Artikulierte fassen. Durch das Schweigen gelingt es uns möglicherweise, das Nicht-Artikulierte symbolisch darzustellen. Während der Aspekt der Reartikulation Nishihira zufolge undarstellbar bleibe. Es handelte sich bei der Reartikulation um eine verfeinerte, angemessenere oder umfassendere Artikulation, sondern um einen einzigartigen Zugang zur quasi endgültig bzw. objektiv scheinenden Wirklichkeit, der weder durch Sprechen noch durch Schweigen ausgedrückt werden können. Was ist zu tun, wenn man dem, was ausgedrückt werden will oder soll, weder durch Sprache noch durch Schweigen gerecht werden kann? Manche Zen-Meister begegneten diesem Problem, indem sie sich mit Lyrik bzw. der poetischen Sprache beschäftigen, erklärt Nishihira. Die artikulierende Funktion poetischer Sprache ist eine andere als bei der Prosa. Prosa unterscheidet und begrenzt,
Poesie lässt Unterschiede verschmelzen und verbindet Losgelöstes. Man denke an die Wortverbindung schwarze Milch in Ceylons Todesfugen. Als Bildungsphilosoph fragt Nishihira zu Recht nach den Kindern, beziehungsweise nach den Ermöglichungsbedingungen von Entwicklung, man könnte sagen nach dem Zusammenhang von Genesis und Geltung. Wir kommen nicht auf die Stufe der Artikulation zur Welt, sondern in die Stufe der Vorartikulation. Ein Großteil unserer Lernbemühung betrifft allein den Übergang zur Stufe der Artikulation. Es gibt hier genug zu tun, ein ganzes Leben lang. Ein ganzes Leben lang Arbeit am Ausdruck, könnte man sagen. Mehr muss ja nicht sein oder kann nicht sein. Dennoch gibt es zum Glück auch Lehrerinnen und Lehrer im Leben und des Lebens, Lehrmeister, welche nicht nur den Fokus der Artikulation im Auge haben, diese erste elementare Stufe, sondern die das Ziel des Lernens und Übens höher ansetzen als das, was sozusagen offiziell oder curricular als Lernziel ansteht, sozusagen auf Stufe Reartikulation. Und so unterscheiden Nishihira Lehrmeister mit dem Einzelfokusauge und solche mit dem Doppelfokusauge. Die Doppelfokusauge-Pädagoginnen können die Einzelfokusauge-Pädagogin verstehen. Umgekehrt können die Einzelfokusauge-Pädagogin die Doppelfokusauge-Pädagogin nicht verstehen. Mit Billiter könnte man sagen, der Doppelfokus ist dem Einzelfokus transzendent. Die Doppelfokusauge-Lehrmeister sagten gelegentlich Dinge wie: Artikulation ist wichtig und lohnenswert. Dann sagten sie aber auch, Artikulation sei störend und gefährlich. Daher verwirren die Doppelfokus-Leute ihre Schüler und Schülerinnen und scheinen diesen selbst verwirrt. Solche Lehrmeister können erst viel später verstanden werden, auch nur von jenen, die selbst ein Doppelfokus-Auge erworben haben. Mushin kann durchaus als eine Form von Spiritualität betrachtet werden. Oder eine Spiritualität, es kann sich um eine Spiritualität des Alltags handeln. Es hat keinen besonderen Inhalt. In welchem über die Nicht-Artikulation, dem Bewusstsein ohne Bewusstsein, vielleicht eine Synthese erreicht wird, von der man nicht nach Art der Artikulation der Stufe 1 sprechen kann. Aufhören zu sprechen ist schwierig. Aufhören zu schweigen ist auch schwierig. Anfangen zu sprechen ist wichtig. Anfangen zu schweigen ist auch wichtig. Im Urteilsprozess müssten wir gleichzeitig sprechen und schweigen können. Und das ist besonders schwierig, da es sowohl als notwendig als auch als unmöglich, da es sowohl notwendig wie auch unmöglich zu sein scheint. Ästhetische Gegenstände seien essentiell vieldeutig, meinte Blumenberger. Das heißt vor allem, sie sind nicht eindeutig. Ich poche hier auf ästhetische Gegenstände, weil ich sagen würde, Ideen, die wir brauchen, um überhaupt etwas beurteilen zu können, sind immer ästhetische Ideen. Und es sind keine Vernunftideen. Auch wenn Ideen von Bildung und Erziehung sind ästhetische Ideen, das ist grundlegend. Die geben zu denken. Es fehlt der Begriff sozusagen, um es mit Kant zu sagen. Die konstitutive oder essentielle Vieldeutigkeit des ästhetischen Gegenstands, das hat der Blumenberg gemeint. Und vieldeutig heißt, sie sind eben nicht eindeutig. Und ethisch heißt das, sie sollen nicht vereindeutigt werden. Die Vieldeutigkeit des ästhetischen Gegenstandes sei nicht seine Defizienz gegenüber dem theoretischen Gegenstand, vielmehr ermögliche sie seine Funktion erst. Zitat von Blumenberg: Die ästhetische Einstellung lässt die Unbestimmtheit stehen. Sie erreicht den ihr spezifischen Genuss durch einen Verzicht, durch den Verzicht auf die theoretische Neugier, die letztlich immer Eindeutigkeit der Bestimmtheit ihrer Gegenstände fordert und fordern muss. Die ästhetische Einstellung leistet weniger, weil sie mehr aushält, weil sie den Gegenstand für sich stark sein lässt und ihn nicht in den an ihn gestellten Fragen
in seiner Objektivierung aufgehen lässt. Das ist eine sehr schöne Formulierung. Sie leistet weniger, weil sie mehr aushält. Gefällt mir. Die ästhetische Einstellung weiß um das Fehlen der Eindeutigkeit, weiß, wie sehr die Wut des Verstehens den Gegenstand ergreifen und bestimmen will. Die Tugend der ästhetischen Einstellung liegt wohl nicht in der hermeneutischen Verstehenswut, sondern vielleicht in einer Form des ästhetischen Gleichmuts. Beweisen lässt sich gar nichts, aber es ist nicht beliebig, wie es sich verhält, lautete ein Bonmot des Bildungsphilosophen Wolfgang Fischer. Das ästhetische Urteil, und das Urteil überhaupt, ist das ästhetische Urteil ist Vorbild für das Urteil in jedem Bereich, insbesondere im politischen, ethischen und auch pädagogischen Bereich. Wir wissen zwar nicht genau, was wir tun, wenn wir urteilen, aber haben doch eine Ahnung davon. Der ästhetisch urteilende Mensch sucht nicht oder nicht mehr nach Beweisgründen, auch nicht oder nicht mehr nach Gefühlsgründen, doch er versucht zu ergründen, wie die Situation, die Dinge betrachtet werden können und vielleicht betrachtet werden sollten und wie lieber nicht, wie sie benannt werden können, welche Metaphern, Vergleiche, Ausdrucksweise, Adjektive benutzt werden können, so dass der Eindruck treffend ausgedrückt werden kann. Es geht um den Eindruck, den man hat, den man ausdrücken muss. Das ist eigentlich Urteilen. Dieses erfordert ein Wahrnehmen der Wahrnehmung und wohl auch eine Art Passion oder Freude an dieser Praxis. Der Ästhetiker freut sich innerhalb seines Horizontes an seinem unüberschaubaren Reichtum, an dem Chaos und dem Stoff, schreibt Baumgarten in seiner 1750 erschienenen Ästhetik oder theoretischen Ästhetik. Es ist auch Baumgarten, der die ästhetische Wahrheit als Wahrscheinlichkeit verstanden hat. Zitat, worüber wir keine vollständige Gewissheit erlangen können, worin wir trotzdem keine Falschheit erkennen können, das ist das Wahrscheinliche. Die Bildererschaffungskraft, das ist die Einbildungskraft, operiert eben weder auf induktive noch auf deduktive Weise. Sie schlussfolgert nicht, vielmehr bringt sie zusammen, was als Synthese Sinn verspricht. Sie mutet an, könnte man sagen. Urteilspraxis ist zwar keine Erkenntnispraxis, doch entgegen der strikten Kontrastierung von Episteme, Wissen und Doxa, Meinung oder Pistis, Glaube bei Platon und Aristoteles zeigt sich im Ästhetischen eine Art Rehabilitierung der Doxa, wie Egbert Witte kürzlich formulierte. Erkennen können ist elementar, doch urteilen können ist nicht nur ebenso elementar und wichtig, sondern trägt zusätzlich, trägt die Gabe des Urteilens auch schöne Züge. Der um Urteil und Verstehen bemühte Mensch trägt diese Schönheit in sich, wie Billeter bemerkte. Zitat, mich berührt die edle Anmut des Menschen, der lernt, dessen ganze Aufmerksamkeit auf die Aktivität des Körpers und die entstehende Geste oder das neue Verstehen gerichtet ist. Zitat Ende. Und diese Anmut sei auf allen Stufen des Lernprozesses dieselbe, was meines Erachtens eine schöne Behauptung ist. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank, Roland.